Hallo Freunde, willkommen bei MTG Arena. Erstmal Entschuldigung für die Pause, die wir hatten. Ich glaube, es waren 4, 5 Tage. Das hat zwei Gründe. Erstens, über das lange Pfingstwochenende gab es sehr, sehr viel zu tun mit einem Uni-Blocktag und der Hochzeit des Bruders meiner Freundin und hin und her reisen zwischen den zwei Wohnorten. Und ich hatte, weil ich wusste, dass das auf mich zukommt, Folgen vorbereitet. Die sind auch schon exportiert und wollte ich eigentlich auch schon hochladen. Problem ist, die habe ich drüben, also am anderen Standort, habe ich die stehen lassen auf meinem festen PC und habe die deswegen nicht mitnehmen können. Und jetzt sind sie da und ich konnte sie nicht hochladen. Deswegen gab es ein paar Tage Pause. Heute aber wieder mit der neuen Folge, neues Deck. Wir spielen Oketra. Das ist einer der Götter, die in Amonkhet, also der Edition vor, oder kam noch eine dazwischen? Da kam noch eine dazwischen. Also vor zwei Editionen von Nicol Bolas getötet wurden, die jetzt in War of the Spark wieder auftauchen als seine untoten Diener. Und wir haben ja schon Kefnet, der ist uns öfter begegnet. Das ist der blaue fliegende 4-5er, der immer wieder kommt. Und heute mit Oketra. Das ist ein Band-Deck, also grün, blau und weiß. Und ja, ist sehr, sehr kreaturenlastig. Und ja, was kann man dazu sonst noch sagen? Sobald Oketra halt da ist, eskaliert das Ganze ein ganz klein bisschen, weil die uns für jede Kreatur, die wir spielen, noch einen 4-4er-Token gibt. Und also es ist halt nicht wirklich Aggro-Creatures, sondern schon auch mit ja, Midrange kann man sagen. Also es ist jetzt nicht rot-Aggro, sondern es geht halt wirklich so in die Mitte des Spiels rein. Mit Oketra mit 5 Mana. Oh, das ist auch was Schönes. Greifen wir erstmal. Ne, erstmal gucken, was wir kriegen. Das blaue Mana, irgendein blaues Mana sollte übrig bleiben. Weil grünes Mana haben wir noch mit dem Llanowar-Elfen. Das heißt, wenn wir mit ihr jetzt einen Two-Drop finden, dann. Nein, finden wir aber nicht. Gut, dann greifen wir an. Vivian ist halt ziemlich geil, weil die sagt, unsere Kreaturen können mit Flash gespielt werden, also wie Instants. Das heißt, es ist nicht mal wirklich suspicious, wenn wir uns den Konter offen halten. Sarkhans on Ceiling, oh, das tut mir jetzt echt leid für dich. Was wir sagen, du kriegst Vigilance, weil dann können wir beiden angreifen. Und dann spielen wir noch. Für 3 Mana Knight of Autumn, der zerstört das Enchantment. Ja. Wir können sogar End of Turn den noch reinflächen, um das nächste, was der Gegner spielt, einzukassieren. Wenn er jetzt irgendeine dicke Kreatur spielt, die nicht Hexproof ist. Oder nochmal Sarkhans on Ceiling. Warten wir mal bis. Zum Endstep, ja. Dann nehmen wir das mal mit. So, und jetzt haben wir noch ein Konter offen und damit sieht es ziemlich gut aus für uns, ja. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir hätten ihn nicht töten können. Aber es war ziemlich nah dran. Vor allen Dingen mit dem Konter, den wir noch in der Hand hatten, hatte der Gegner keine Chance. Das war jetzt ohne Oketra. Aber wir finden bestimmt auch ein Spiel, wo wir sie haben. Keine Acceleration, das ist ein bisschen schade. Kein Mana Ramp. Das heißt, wir würden erst ab Runde 3 was spielen. Wir fangen aber an. Wenn wir nicht anfangen würden, dann hätte ich das wahrscheinlich gemulligant. Je nachdem, gegen was wir jetzt spielen. Natürlich Moonred. Immer, wenn man eine langsame Hand hat. Firebrand. Tja.
spielen wir noch einen Firebrand. Schade. Ja, das sind beides keine geilen Targets für Deputy of Detention, weil der exiled was und alles mit dem gleichen Namen, bis der stirbt. Problem ist, wenn wir den Pyromancer Detention und unser Deputy wird dann umgebracht, dann kommt er wieder rein und macht uns wieder 2 Schaden. Und wenn wir den Firebrand Detention, das wir auch auf jeden Fall machen, dann hat er halt trotzdem Haste. Das heißt, wenn die den Pre-Combat wieder befreien, dann kann er immer noch angreifen. Aber so, wir müssen irgendwas spielen und so frisst er halt jetzt wenigstens einen Burn-Spell. Ja. Das heißt, er hat uns einfach 3 Leben gegained. Nächste Runde halten wir uns den Counter offen, außer wir ziehen irgendwas Stärkeres. Wir haben auch sehr viele Länder gezogen. Komm. Ja, egal. Ich werde alles genommen. Allein damit wir den jetzt auch schon Pre-Combat haben, dass der blocken kann. Wird wahrscheinlich noch einen Burnspell haben, um den jetzt umzubrennen, aber. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, den nicht zu countern, aber kannst du nicht drauf spekulieren, weil dann hätten wir eventuell nichts gekriegt. Naja, okay, das ist jetzt natürlich das Worst-Case-Szenario. Das heißt, Worst-Case-Szenario, es war trotzdem noch ein 2-for-1. Der hat 2 Firebrands mitgenommen. Das ist ganz okay. Nochmal Gain 4 Life. Und nimmt auf jeden Fall eine seiner Kreaturen mit oder ein Burnspell. Ist eine der besten Karten, die wir im Matchup haben. Abgesehen von Okecha natürlich. Oh Gott. Natürlich ein One-Drop. Sogar noch ein One-Drop mit Haste. Ja. Ah, es ist ziemlich Game Over. Ja. Also, wir können natürlich noch gucken, was wir mit Vivian finden, aber. Ja. 1, 2, das können wir beide nicht casten. Jetzt finden wir natürlich die teuren, die wir gerne vorher gehabt hätten. Tja. Das ist halt, wenn man eine langsame Hand gibt. Und dann spielt man natürlich gegen Rot. Kein Grün. Ja, das sieht vernünftig aus. Imperious Oligarch. Ja, den Druiden und ein getapptes Land. Ja. Dann können wir uns jetzt nämlich den Konter offen halten, diese Runde. Und gleichzeitig offen halten, den zu pumpen. Sehen, ob er angreift. Angriff an. Ne, okay, er hat nicht angegriffen. Oh ja, das ist doch nice. Aber. Also mal gucken, wie rum wir das machen. So. 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Ja, wir spielen immer für 6. Also eine 6-6 fliegend, die drei Karten zieht, kann man mal machen. Das Problem ist, dass der Incubation Druid nicht gut dafür ist, den Mystic zu casten, weil er halt drei von derselben Farbe macht. Dann muss ich mal 1, 2, 3, aber das geht. Könnten. So, nee. Ach, das geht nicht. Doch. Ja. So, wenn wir das so machen, dann haben wir immer noch das Mana offen für den Mystic. Ja. Machen wir das mal. Und nehmen. Ich weiß nicht, sollen wir Taser nehmen? Ja, wir nehmen Taser. Und dann greifen wir mit einer 6-6 Fliegen an. Das ist aber echt nur noch, fast nur noch Länder auf der Hand. Ich meine, viel mehr brauchen wir auch nicht mehr, wenn er kein Removal Spell für den, für die Crazes hat. Jellyfish Hydra Beast. Bester Kreaturentyp. Gegner denkt nach. Kaya's Wrath. Nee, danke. Das muss nicht sein. Boah, wie gut das für den gewesen wäre. Der hätte Taser wiederbekommen. Der hätte die Tokens alle gehabt. Das wäre richtig, richtig gut gewesen. Hoffen wir mal, dass er nicht noch, nochmal Wrath auf der Hand hat. Sieht nicht so aus. Okay. Boah, da war, können wir aber echt glücklich sein, dass wir den, ja, es ist, dass wir den Counter noch hatten. Weil sonst wäre das Game sehr, sehr schnell bergab gegangen. Okay. Gucken, ob wir vielleicht noch einen Mana-Dude ziehen. In der ersten oder zweiten Runde. Also in der ersten Runde ziehen wir nichts. Im ersten Draw, meine ich. Wir haben wieder eine langsame Hand. Aber diesmal ein paar Karten, die gut sind. Hier Life Gain. Der sagt, wir können nicht mehr geburnt werden. Und der hat 4. Der braucht nämlich meistens dann 2 Burn Spells. Wir spielen jetzt einfach mal Teferi. Weil wir haben nichts anderes zu tun diese Runde. Der zieht uns eine Karte und dann muss es auf jeden Fall entweder angegriffen werden oder ein Burnspell draufgehauen werden. So, jetzt gucken wir mal, ob er 2 Burnspells da drauf haut. Ich weiß nicht, ob wir blocken mit Shalai. Ja, vermutlich. Steamkin ist so stark, das ist so krass. Land. Oder was auch immer er da jetzt tut. Light up the stage. Das Steamkin ist so abartig. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja, der hat auch noch keinen Deck.
Oh, ich hasse Rot, habe ich das schon mal erwähnt. Das ist einfach so dumm, das Deck. Wow. Tja. Hä? Aber oh, wir haben gar nicht zwei blaue und zwei grüne, ja, da hätten wir uns ja. Dann macht es auch keinen Sinn, das Mana offen zu halten. Das sah für mich so aus, als hätten wir zwei grüne und zwei blaue. Also echt. Boah. Ich werde langsam echt aggressiv. Tja. Lightning Strike auf uns, okay. Boah, ich weiß nicht. Es macht eigentlich schon Sinn, den zu blocken. Aber irgendwie auch nicht, weil nächste Runde könnten wir. Naja, wir müssen den loswerden, sonst kann er uns gleich unsere Kreatur wegbrennen. Vivian, die zieht uns quasi eine Karte und der muss da entweder angreifen oder burnen. Ich würde halt gerne noch ein viertes Land haben gleich. Er lässt Vivian sogar alleine. Interessant. Wahrscheinlich brennt er die jetzt einfach um. Oha. Okay. Kommt da noch was? Scheint nicht. So. Dann. Mal so. Wir haben jetzt einen Counter offen und Schalei. Schalei ist quasi auch ein Counter für einen Burn-Spell. Aber wenn er uns zum Beispiel End of Turn einen Schock ins Gesicht haut, können wir Schalei spielen, dann sind wir Hexproof, dann passiert nichts. Das war schon mal gut. Flame of Keld. Ist auch nicht sonderlich geil für uns. Okay. Nehmen wir. Jetzt die Frage: Finden wir den, der Enchantments zerstört? Ja, das wird schon reichen. Eins, zwei, drei.
Wir bleiben mal zum Blocken zurück. Weil wir jetzt keinen Counterspell offen haben. Oder eine Crisis. Dann spielen wir End of Turn noch einen Mana Dude. Geben ihm Vigilance, dann kann sie nämlich angreifen. Ihr meine ich. So, und jetzt haben wir zweimal Crisis und zweimal Counterspell. Das ist schon ordentlich. Schon vernünftig. Steamkin. Ist uns der egal? Ja. Eben noch drüber beschwert, wie schlimm der ist, aber. So. Vigilance und Reach. Wait, you think nature is kind? Spielen wir Teferi und haben immer noch den Counter offen. Steamkind bouncen. Und vielleicht noch Land ziehen. Jawohl. Und dann greifen wir an. Können sogar auch, wenn er die jetzt für 4 burnt, können wir sogar in Response darauf ihre Fähigkeit aktivieren und eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur legen. Aber 4, doch wenn er 2 Schocks hat. Obwohl, dann kann er auch immer noch den Firebrand. Theoretisch ein 3-Mana-Burn-Spell plus der Firebrand. Würde auch noch gehen. Ziehen wir mal 2 Karten und gain 2 Life. Wenn er den jetzt in Response darauf umschießen will, kann er das gerne tun. Tut aber nicht. Ah, okay, try, hallo. Du darfst mal weißes Mana machen. Und dann machen wir das mal so, dass wir den Counter noch offen haben. Und spielen Oketra. 3-6 Double Strike. Immer wenn wir einen Kreaturenspell spielen, kriegen wir einen 4-4 Zombie-Token mit Wachsamkeit. Und wenn sie stirbt, dann können wir die als dritte Karte wieder in unsere Bibliothek tun. Haben genug Kreaturen auf der Hand gerade. Wir müssen nicht unbedingt noch eine raussuchen. Obwohl wir auch nicht mehr unbedingt Vigilance brauchen. Wenn man drüber nachdenkt, dass wir jetzt einen 3-6 Hexproof Double Strike Blocker haben. Aber besser auf Nummer sicher gehen. Nächste Runde ist eh vorbei. Jetzt lag Oketra mal auf dem Board, hat aber keinen Zombie-Token gemacht. Ich mache einmal kurz noch etwas heller. So. Wir haben wenigstens mal gegen Mono Red auch gewonnen.